Zum 5. Jahrestag des Pariser Klimaabkommens kamen am Freitag Klimaaktivisten zu einer Kundgebung in Berlin zusammen. Der globale Pakt soll die Gefahr eines katastrophalen Klimawandels abwenden. Die Schüler- und Studentengruppe Fridays for Future, deren Kundgebungen weltweit Hunderttausende auf die Straße gebracht haben, stellte am Brandenburger Tor Kerzen für den Slogan Fight for 1.5 auf. Vor 5 Jahren hatten sich Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt in Paris darauf geeinigt, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter 2 Grad Celsius und im Idealfall bei nicht mehr als 1,5 Grad Celsius zu halten. Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Frustrierender ist, dass die in Paris gemachten Versprechen von sehr wenigen Ländern respektiert wurden. Nur wenige Länder haben jemals vollständig umgesetzt, was sie in Paris in Bezug auf ihre eigene Wirtschaft und ihre eigenen Gesellschaften versprochen haben. 2020 könnte das drittwärmste gemessene Jahr sein. Die Welt könnte bis 2024 kritische Klimawandelwerte erreichen, die eigentlich verhindert werden sollen. Greta Thunberg, Klimaaktivistin. Vor 5 Jahren haben die Staats- und Regierungschefs der Welt das Pariser Abkommen unterzeichnet und versprochen, den globalen Durchschnittstemperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten und 1,5 Grad zu erreichen, um die Lebensbedingungen in Zukunft zu sichern. Seither ist viel passiert, aber die erforderlichen Maßnahmen sind noch nirgends in Sicht. Wissenschaftler schätzen, dass sich die Erdoberfläche aktuell alle 10 Jahre um 0,2 Grad erwärmt.